So, hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Factorio. Letztes Mal, also ich habe jetzt nichts Spezielles vorbereitet, könnte man jetzt denken bei Folge 100, aber das habe ich zeitlich irgendwie nicht geschafft. Deswegen machen wir einfach mal Freestyle drauf los. Und letztes Mal ist mir irgendwie aufgefallen, habe ich hier unten bei dem Roboterhangar irgendwie den Strom weggenommen. Wo war das? Weit? Bin schon zu weit, oder? Ach so, hier. Oh Gott. Da. Das heißt, noch ein bisschen weiter. Und das habe ich übersehen. Deswegen machen wir jetzt als erstes, machen wir da Strom hin. Das heißt, wir setzen, den können wir wegnehmen hier. Der ist irgendwie unnötig. So, da einen hin und da einen hin. Dann haben wir das. Und hier unten leuchtet der Alarm für das Hydrogentanklager. Das heißt, dann machen wir einmal schnell hin und setzen da ein paar Tanks. Fünf haben wir in der Tasche, dann machen wir noch mal ein paar mehr. Und dann würde ich gerne diese komischen Geschwindigkeitsmodule bauen, die hier unten, damit wir dann endlich mal unseren Kampfanzug MK2 bauen können. Das wäre ganz nice. So, das ist das, was ich diese Folge als Ziel habe. Kampfanzug MK2. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen oder ob das noch länger dauert. Hier hupt das schon ganz gewaltig. Erstmal reißen wir ein paar ab und dann setzen wir da neue hin. Nicht so, sondern so. Und das verteilt sich dann wieder alles und dann können wir da erstmal wieder weiter produzieren. Und ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass wir wieder Batterien produzieren, sondern das liegt irgendwie daran, dass wir hier dieses, wie hieß das, Ingwer Plate oder auch diese Wolframplatten herstellen. Weil die produzieren hier nämlich auch irgendwie dieses weiße Zeug. Ne, da brauchen wir das. Aber hier wird es produziert. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt runter und bauen Module. Das heißt, diese Modulkontakte haben wir schon und das Lötzinn haben wir natürlich auch. Was wir jetzt brauchen, sind diese ganzen Grundmodule. So schwer sind die nicht. Dafür haben wir letztes Mal schon die integrierten Schaltungen ein bisschen aufgebohrt, damit wir da ein bisschen mehr bekommen. Und für den Kampfanzug brauchen wir jeweils 5 Effektivitätsmodule 3 und 5 Geschwindigkeitsmodule 3. Die kann man auch schon geforscht, das heißt, die können wir auch schon bauen. Und dafür brauchen wir auch gar nicht so viele, aber trotzdem würde ich die gerne automatisch herstellen. Nicht auf eine Schiene packen, aber in eine Anbieterkiste, würde ich sagen. Oder packen wir die in eine Schiene? Können die auch auf eine Schiene packen? Ja, so, dann fangen wir mal an. Wir haben die Geschwindigkeitsmodule Nummer 1, die haben wir hier vorne schon, da bin ich jetzt dran vorbeigesprintet. Aber da kommen nicht so viele, weil diese Modulgehäuse irgendwie nicht hinterherkommen, die hier produziert werden. Und das ist einfach nur zu langsam, das heißt, hier tauschen wir mal kurz aus. Ich merke gerade, irgendwie ist der Sound zu laut, aber das muss ich nachher mal umstellen. Das stört mich jetzt mehr als euch in der Aufnahme. Immer noch nicht schnell genug. So, und jetzt hakt das wieder an Aluminiumplatten oder was ist da los? Jawoll. Das ist doch ein ewiger Kampf hier mit den Aluminiumplatten. Woran hakt das denn jetzt wieder? Einfach nur an der Geschwindigkeit. Drei haben wir noch in der Tasche. Stellen wir hier mal nochmal hin. So, ich würde da oben mal ein paar Geschwindigkeitsmodule reinpacken und die gelben hier, die tauschen wir auch mal aus gegen rote. Dann geht das vielleicht auch nochmal ein bisschen schneller. So, jetzt hakt das wieder an dem komischen, was immer das heißt, Natriumhydroxid. Daran hakt das. Liegt wieder daran, dass hier das Tanklager wieder voll ist. Heißt, es hakt wirklich an diesen komischen Modulcases.
Davon braucht man 5 Aluminiumplatten. Das ist doch nicht normal, ey. Das heißt, wir brauchen unbedingt diese Elektrolyser. Denn lassen wir die mal automatisch herstellen. Weil das geht mir nämlich auf den Geist. Ich denke mal, da gibt es jetzt einen kleinen Pitch, wie ich das hier unten aufbaue. Damit wir hier die Elektrolyser herstellen, ist nichts anderes als mit den Chemiefabriken jetzt. Ich werde die einfach so entsprechend runterbauen. Wir brauchen Eisenplatten, Ziegelsteine, grundlegende Platine, Steinrohre, Elektrolyser Nummer 1, Stahlträger, erweiterte Schaltung, Glas, Steinrohr und Elektrolyser Nummer 2, Kunststoffstangen, elektrologische Schaltung, Invarplate, Wolframplatte, Kunststoffrohr. So, Invarplate lassen wir uns dann bringen von oben. Aber alles andere nehmen wir uns von dem Band runter. So, das heißt, wir brauchen mal wieder ein paar Schienen. Ich würde mal sagen, wir stellen das mal hier hin und fangen mal an mit dem ersten Elektrolyser. Das heißt Eisenplatten, Ziegelsteine, grundlegende Schaltung und Steinrohre. Steinrohre haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Dafür brauchen wir Ziegelsteine. Die Ziegelsteine müssen wir sowieso runterholen, denn machen wir in dem nicht Elektrolyser, sondern in dem machen wir dann Steinrohre. Und in dem machen wir dann die Elektrolyser. Und fördern die Steinrohre von da oben da rein. Und auf der ersten Schiene hier machen wir jetzt entsprechend Steine, weil die brauchen wir sowieso. Und irgendwie Eisenplatten oder irgendwas anderes, weil wir brauchen von allen 5. Ist sowieso egal, weil ich die alle ranführen werde. Also, ich mach mal. So, für die nächste Stufe der Elektrolyser Nummer 4 benötigen wir Wolfram-Legierungsverarbeitung. Das forschen wir mal, weil wir forschen gerade sowieso nichts. Und ich habe jetzt hier quasi die Produktionskette für die Elektrolyser Nummer 3. Das heißt, die können wir uns jetzt automatisch liefern lassen hier. Da. Und damit können wir oben nochmal ein bisschen was tunen. Und dann werden wir hier unten drunter nochmal die Elektrolyser Nummer 3, Nummer 4 machen, wenn wir sie denn geforscht haben. Und dann haben wir die komplette Kette auch. Steinrohr bin ich gerade überlegen, das könnte man auch nochmal so machen wie hier, dass man quasi das extra macht, aber... Ne, lassen wir es mal so. So, dann ist wieder unser Inventar voll, da packen wir mal ein paar Blueprints weg hier. Dann hätten wir wieder ein bisschen Platz. Und hier von dem ganzen Quatsch packen wir auch mal ein bisschen was weg. So, jetzt haben wir Elektrolyser Nummer 4. Die kann ich dann da auch noch mal kurz hinsetzen. Dafür brauchen wir Kupfer-Wolfram-Platte. Jetzt wieder irgendwas. Das macht man bestimmt in einem Chemical Mixing Furnace. Oder mit Lichtbogen-Metall, Lichtmetall-Mischofen. Wer hätte es gedacht? Aber dafür braucht man Wolfram-Pulver. Das haben wir ja oben, glaube ich, nicht auf eine oder in eine Kiste gepackt. Da. Nö. Was brauchen wir da noch zu? Kupfer oder was? Kupfer und Wolframpulver. Na gut. So, dann haben wir jetzt hier die Kupfer-Wolfram-Platte. Die wird da oben in der Anbieterkiste gepackt und dann nach unten gefördert. Also, gleich. So, jetzt kommen hier auch die Kupfer-Wolfram-Platten an und dann kommt da auch der Elektrolyser Nummer 4 raus. Das ist sehr gut, dann können wir die Elektrolyser Nummer 3 wieder wegpacken. Und, achso, halt, erst löschen. Und dann wollen wir für die Zukunft die Elektrolyser Nummer 4 haben. Sehr gut, jetzt hat er uns die alle wieder geliefert. Wo sind sie denn? Da. So. Sehr gut, das läuft.
Dann können wir die hier oben nochmal einbauen. Sollte das noch ein bisschen schneller gehen. Aber jetzt haben wir auch genug von den Aluminiumplatten, so wie es aussieht. Okay. Hat sich quasi schon von selbst geregelt, aber wir brauchen ja auch noch viel mehr Modulcases. Weil wir wollen ja auch noch mehr von den Schaltdingern bauen. So, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hallo und willkommen zurück. Ich bin mit meiner Pause fertig. Jetzt geht's weiter und jetzt wollen wir die ganzen Module herstellen. Das heißt, ich würde sagen, das bauen wir alles weiter hinten auf. Mit den ganzen Modulen, die wir hier herstellen wollen. Ich würde nämlich gerne die hier bis dahin komplett herstellen. Und dazu würde ich sagen, nehmen wir hier ein bisschen... Oder lassen wir hier ein bisschen Platz nochmal, falls wir die von vorne nochmal hier nach hinten setzen wollen. Je nachdem, wie viele wir davon irgendwann nochmal brauchen. Und dann lassen wir hier auch nochmal mindestens zwei Schienen Platz. Sodass wir irgendwo hier anfangen. So, und setzen dann jeweils immer zwei Produktionsanlagen, würde ich sagen. Die haben, soweit ich das gesehen habe, immer zwei Schienen an Material, die wir brauchen. Und als erstes würde ich jetzt sagen, stellen wir die Geschwindigkeitsmodule Nummer 2 her. Das sollte relativ einfach sein. Ups, weil alles, was wir dafür brauchen, haben wir schon mal irgendwann produziert. So, einmal brauchen wir die Geschwindigkeitsmodule. Die laufen hier. Müssen wir das so rüber fördern, dann gehen die da nicht rein. Ein bisschen früher ausklinken. So, dann brauchen wir noch die Geschwindigkeitsmodul-Dinger hier. Dafür nehmen wir den dann mal dazwischen raus. Der braucht hier diese Kontaktdinger und dann brauchen wir da noch Lötzinn auf der Seite. So, dann haben wir eigentlich alles da. Da sind auch schon welche rausgekommen. Sehr gut. Das wäre dann das. So, dann kommt die nächste Stufe. Geschwindigkeitsmodul Nummer 3. Dafür brauchen wir die Geschwindigkeitslogikplatine. Und dafür brauchen wir das Modullogikplatine. Das ist diese hier. Guck mal, das wäre jetzt so ein Ding, was ich jetzt hier vorne hinbauen würde. Das Roboport würde ich gerne nochmal irgendwie anders hinsetzen. Wieso nicht nur nervt irgendwie? So, ach, jetzt ist der nicht verbunden. Kommt hier auch noch mal eins hin, so. Den Strom verlegen wir auch noch mal neu. So. Jetzt hat der Greifer keinen Strom. Okay. So, jetzt ziehen wir die mal hier durch. Dahin reicht und dann stellen wir jetzt hier die Modul-Logik-Platine her. Dafür brauchen wir drei Sachen, also zwei Bänder und eine Flüssigkeit. Das heißt, einmal brauchen wir Rohr, das kommt dann hier entlang, inklusive Abgänge und zweimal Dingens. Der Grund, warum ich jetzt wieder das normale Eisenrohr nehme, ist, dass ich in dem Offtake beim letzten Mal festgestellt habe, dass dieses Keramikrohr zwar bessere Eigenschaften, was unterirdische Länge und Distanz hat, aber das Keramikrohr hat schlechtere Fließeigenschaften. Das heißt, es fließt nicht so gut. Also trotz dessen, dass da mehr reinpasst und das mehr Strecke überbrücken kann, kommt da weniger bei rum. Ich glaube, das ist noch irgendwie ein Bug, der vielleicht nochmal irgendwie behoben wird, aber so macht das erstmal keinen Sinn, das irgendwie zu verwenden, zumindest nicht auf lange Strecken, weil das einfach nicht funktioniert. So, jetzt kommen hier Modul-Logik-Platinen raus.
Und die müssen wir wieder verarbeiten zu Geschwindigkeitslogikplatinen. Das heißt, dafür brauchen wir Modul-Logikplatine, Transistoren, integrierte Schaltkreise und Lötzinn. Das bauen wir dann mal daneben auf. So, achso, jetzt bin ich weggelaufen, habe da nichts zu erzählt. Also ich habe hier unten jetzt nochmal die Produktion von diesen, also ich habe quasi einmal die Produktionsmaschinen ausgetauscht, gelbe gegen rote. Hier unten, wo wir diese blauen Modulkontakte herstellen und dann noch diese grünen dazugepackt, sodass wir hier jetzt beide herstellen, weil die gleichen Sachen brauchen, brauchen wir das noch nicht nochmal extra machen. Also wir haben jetzt auf einer Schiene die erste Version, quasi die und die da drauf. Die Produktion von diesen einfachen Grundmodulplatinen habe ich nochmal erhöht, das heißt, hier kommt nochmal mehr raus, damit wir auch ein bisschen, war ein bisschen knapp eben. So, das heißt, hier hinten machen wir das gleiche jetzt nochmal mit der Geschwindigkeitslogikplatine. Bin zu weit gelaufen. Das heißt, hier brauchen wir auch genau die gleichen Sachen. Setzen wir da nochmal drei von den Maschinchen ran und lassen die das gleiche nochmal produzieren. Dass wir uns jetzt hier dieses ganze Hochgefrickel der Rohstoffe sparen, weil die haben wir ja schon da. Dann können wir jetzt die Geschwindigkeitsmodule Nummer 3 bauen. Dafür brauchen wir jetzt die Logikplatinen, Lötzinn und Transistoren. Ja. Und was brauchen wir denn? Wie viel? Dreimal Geschwindigkeitslogikplatine und fünfmal Transistor. Das heißt, die kommen auf die erste Schiene. Lötzinn und Geschwindigkeitsmodule kommen auf die zweite Schiene. So. Jetzt haben wir Geschwindigkeitsmodul Nummer 2 und Nummer 3. Dann können wir jetzt auch die Effektivitätsmodule 2 und 3 hier herstellen. Jetzt lass mich raten, die brauchen genau die gleichen Sachen, nur eben halt. Dann machen wir das genauso wie mit den anderen Sachen. Das heißt, wir bauen einfach hier nochmal zwei Stück dran. Verlängern die Schienen und stellen die dann hierher. Achso, ja. Die brauchen ja natürlich die Geschwindigkeitsmodule, diese Effektivitätsmodule Nummer 1. Wäre ja noch gar nicht. Doch, haben wir die jetzt schon gemacht? Oh, doch haben wir. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Dann haben wir jetzt hier die blauen und die grünen drauf, müssen wir nur aufpassen. Das führt hier zum Beispiel schon mal gleich zu einem Problem. Weil da wollen wir ja nur die eine Sache haben. So. Was haben wir hier? Und hier ist es in Ordnung. Da klappt das und die. Was haben wir hier denn jetzt? Wildes Durcheinander. So, das klappt auch. Okay. So, dann können wir uns jetzt hier quasi nochmal die grünen abnehmen. Okay, sehr gut. Die kommen denn hier an. Ja. So, das heißt, hier brauchen wir jetzt die grünen.
gleich so hoch fördern können. Brauchen hier dann auch wieder alles andere. Das machen wir auch nicht so, weil da habe ich jetzt keine Lust zu, da wieder alles von unten hochzuholen. Und kriegen dann hier auch die Grünmodule Nummer 3. So, und haken tut das jetzt hier in Grünmodul Nummer 1. Weil da entsprechend wenige kommen. Das liegt daran, dass wir jetzt zu wenig Modulkontakte produzieren, weil wir zu wenig Goldplatten nachbekommen. Und das liegt daran, dass wir hier zu wenig Goldplatten produzieren. Das heißt, von den chemischen Lichtbogenöfen haben wir noch 5 Stück in der Tasche. Das waren die, die ich vorhin falsch produziert hatte. Da können wir das Ganze nochmal ein bisschen erweitern hier. So, jetzt haben wir ein paar mehr Goldplatten. Wir nehmen mal diese Zwischenlagerung hier weg. Und dann haben wir das Problem, dass das teilweise auch auf der falschen Seite ankommt. Das ist nicht gut. Das müssen wir dann nochmal beheben. So. Den Teiler hier müssen wir nochmal austauschen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Goldplatten. Frage, ob wir mit dem grünen Zeug hier auch hinterherkommen. Aber es sieht so aus. Dafür brauchen wir nicht so viel. 3x Chlor brauchen wir dafür. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Ist immer noch nicht ganz voll. Aber wird sich langsam füllen. Sind auch noch überall gelbe Produktionsmaschinen. Das sind wahrscheinlich jetzt viel zu viele Produktionsmaschinen, aber das ist denn so. Okay. Kann man auch nicht schaden, weil das geht hier auch wirklich nicht so schnell weiter. Gut. Dann haben wir das und dann können wir jetzt unser Exoskelett Numero oder Kampfanzug MK2 bauen. Den hatten wir auch schon die ganze Zeit bauen. Jetzt will er noch Module von Hand herstellen. Das wollen wir natürlich nicht. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist hier die Module auch nochmal irgendwie in eine Kiste packen. Sehr gut. Und dann können wir uns hier jetzt unseren Kampfanzug direkt bauen. Sehr schön. Aber wie man eben gesehen hat hier bei der Auswahl des Filters, ja, da kommt noch das eine oder andere auf uns zu. Oh, oh, oh. So, dann haben wir jetzt gleich unseren Kampfanzug mit der etwas besseren, oder mit dem größeren Platz. Ich suche hier gerade nochmal alles Mögliche loszuwerden. So, Kampfanzug fertig. Dann können wir unseren Kampfanzug ausziehen. Müssen wir hier dann aber in dem Inventar nochmal ein bisschen aufräumen vorher. Weil der Kampfanzug uns auch ein paar Inventarplätze bringt. Die wir dann nämlich nicht mehr haben, wenn wir ihn ausziehen.
denn können wir den ausziehen. Können den vorher nochmal leer machen hier. So, dann nehmen wir unseren Kampfanzug MK2 und da haben wir sehr viel mehr Platz. Das ist sehr schön. Side Night Vision, dann den Roboterhangar, die Batterien und dann können wir hier jede Menge Solarzellen reinpflastern. So, was wir dann auch nochmal machen, ist uns nochmal Batterien liefern lassen, denn nochmal die Exoskelette, die wir noch haben, oder wir laufen einfach mal. So, erst anziehen. So, ich laufe mal hinten hin zu unserem Lagersystem. So, hier haben wir unsere Exoskelette. Nehmen wir da mal raus. Da haben wir die Batterien. Was brauchen wir noch? Ich glaube, das war's erstmal. So. Das ist Exoskelett MK1 und nochmal Exoskelett MK3. Dann nochmal die Batterien dazu und dann brauchen wir jetzt nochmal, wir hatten auch nochmal so einen Fusionsreaktor gebaut. Da hatte ich zwischendurch, hier unten ist er, auch nochmal getestet. Also der funktioniert, der braucht nur übelst lange, um irgendwie mal was aufzuladen. So. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Platz. Ich würde gerne noch mal einen Roboterhangar mehr reinbauen, damit wir ein bisschen mehr bauen können. Und dann können wir noch mal die Solarmodule, da haben wir bestimmt noch ein paar von gehabt irgendwie. Wenn ich sie denn finde. Da unten. Dann könnten wir noch mal... So, dann haben wir noch mal so einen Fusionsreaktor. Probieren das einfach mal aus, ohne Solarzellen, mit Funktionsreaktor, Fusionsreaktor. So, davon müssen ja auch noch mal welche raus. So, dann haben wir hier noch einen Roboterhangar. Und das Nachtsichtgerät MK2 haben wir jetzt und dann packen wir hier noch mal einen Fusionsreaktor rein. So, die Solarmodule machen 200 kW und die hier dürften 1,5 MW machen. Das sollte also relativ schnell aufgeladen sein. Hier diese Batterien speichern. Jedenfalls können wir hier auch nochmal zwei Exoskelette MK3 bauen. Davon brauchen wir nur nochmal Nitinol-Geschichten. So, können wir denn auch noch bei den Roboterhangar auch noch irgendwie persönlicher Roboterhangar 2? Okay, das hört sich auch gut an. Dann haben wir nochmal ein Exoskelett MK3. Und noch eins. Wir sind jetzt noch mal ein ganzes Stück schneller. Ich glaube, es ist schon fast so schnell wie der Buggy. Kann das sein? Kann man irgendwie sehen, wie schnell wir laufen? Nee. Okay. Cool, cool. So, was das Nachtsichtgerät MK2 denn jetzt noch macht, würde mich auch mal interessieren. Was brauchen wir denn gleich für die Roboterhangar? Dafür brauchen wir nur logische Schaltungen. Wie viel haben wir davon? Haben wir noch, das heißt, wir können dann auch daraus schon mal die MK2 Roboterhangar bauen. Was können die denn mehr? Die können 25 Roboter nehmen und die hier können nur 10 Roboter nehmen. Das heißt, dann kommen wir von 10 auf 50. Das heißt, die Roboterkapazität haben wir dann verfünffacht, die aus unserem Inventar heraus bauen können. Das ist auch nice. Ach, der Konstruktionsbereich vergrößert sich auch. Okay. Auch nicht schlecht. So. Was ist das? Guck mal, das brauchen wir. Achso.
Ich wollte gerade sagen, das eine brauchen wir nicht mehr, aber dann baut er noch mal eins extra, das brauchen wir ja nicht. So. Zack, und dann ist auch das 10x10 Feld unserer neuen Rüstung voll. Das heißt, die Solarplatten lassen wir wieder abtransportieren. Hier lassen wir auch mal ein bisschen abtransportieren, wieder den ganzen Quatsch hier. Dann können wir mal irgendwas bauen aus der Tasche heraus. Nehmen wir uns mal ein bisschen Beton mit hier. Und dann nehmen wir mal unseren Beton-Blueprint. Müssen wir irgendwo hinlaufen, wo wir keine Roboter-Verfügbarkeit haben. So. Sehr cool. Und jetzt haben wir keinen Beton mehr in der Tasche. Cool. Und 8 Stück laden gleichzeitig. Das dauert natürlich dann ein bisschen. Na gut, okay. Cool, cool. Okay. Kommen da jetzt schon wieder diese ganzen gelben Dinger her hier. So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir Schluss mit der Folge Nummer 100. Bedanke mich fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!